Moin Moin und hallo, heute wollen wir mal frische Kaffeebohnen nachfüllen. Oh yeah. Und zwar fresh vom Kaffeebauer. Geröstet, nicht karamellisiert. An unserer KitchenAid voll Kaffeemaschino KF8, die prädestiniert ist, um feinsten Kaffee zuzubereiten. Wie gehen wir da vor? Um die Kaffeemaschine aufzufüllen, gehen wir in den hinteren Bereich und bewegen uns an der Seite, an den Griffen, diese Abdeckung los nach oben. Zack. Und nun haben wir Blick auf die Kaffee-Einlass-Freundin. Wir sehen hier vorne in diesem Bereich den für Filterkaffee, also sprich vorgemahlenen Kaffee, Einfüllstutzen. Und im hinteren Bereich sehen wir den Auffangbehälter, den Lagerbehälter für unsere Kaffeebohnen. Das tolle Feature an dieser Maschine ist, dass wir dort diesen kompletten Behälter entnehmen können. Das heißt, ich kann natürlich hingehen, meine Kaffeebohnen nehmen und da reinkippen. Klar, geht. Aber das kann auch jeder. Wir können an dieser tollen KitchenAid-Maschine hier, das ist die KF8, einen Knopf betätigen, der hier hinten sich befindet und dadurch den Kaffeefreund oben aus rasten lassen. Also der regt sich da nicht auf, sondern der kommt uns einfach entgegen. Dann, zack, können wir das Ding abheben und nutzen. So. Oh, cool, oder? Ihr könnt zum Beispiel mehr davon kaufen und könnt dann so instant ganz schnell die Kaffeebohnen wechseln in eurem System. Wichtig ist, wenn ihr das entnehmt, solltet ihr auf das Lockstadium schalten, dass das hier unten zu ist. Wenn ich nämlich hier dran drehe, kann ich es nämlich öffnen und schließen. Zack, seht ihr, geöffnet und geschlossen. Geschlossen für den Transport, offen für den Betrieb. Okay, das heißt also, denkt daran, auch beim Einfüllen. Wenn ihr da drinnen befüllt, kann es aufbleiben. Wenn ihr draußen befüllt, muss es zu sein. Gut, jetzt lege ich mir das neben die Maschine und komme mit meinem Kaffeeböhnchen. Die Kaffeebohnen sollten nicht karamellisiert sein, sollten geröstet sein und trocken. Die können jetzt da rein. Einfach reinkippen. Dann wird sich schon der Kaffeegeruch bei euch breit machen und die Freude ist groß. So, jetzt machen wir shaken, 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 shaken. Und ihr seht, unten kommt nichts raus. Zum Glück habe ich zugemacht und nicht aus Versehen aufgemacht. Nicht wahr? Gut, jetzt legen wir das Ding wieder rein. Zack. Und drücken es fest. Eingerastet. Um jetzt den Betrieb natürlich im Freundchen gewährleisten zu können, müssen wir jetzt die Luke unten öffnen. Denkt daran, ne? Weil ich denke mal, das wird oft vergessen. Vor allen Dingen bei der ersten Inbetriebnahme. Dann denkt man sich, warum, wo ist der Kaffee? Wo ist der? Gut, nix. Da ist meistens das Problem. Jetzt öffnen wir in der Maschine das Ding und unten das Mahlwerk wird jetzt mit unserem Kaffeebohnen bestückt werden. Ihr könnt auch, wenn es schnell gehen soll, natürlich direkt in die Maschine befüllen. Das heißt also Kaffeebohnen hier oben reinkippen. So, zack, fertig. Bisschen mit den Händen verteilen, dass sie überall liegen. Nicht zu voll machen, denn dann geht der Deckel nicht zu. Es ist nämlich wichtig, dass der Deckel richtig schließen kann, weil an dem Deckel sich eine Gummidichtung befindet, die natürlich den Aromaverschluss da nämlich dann für uns bereithält. Hier ist diese Gummidichtung, das ist eine Gummidichtung, eine stehende Lippendichtung, die nämlich dann dort das Aroma versiegelt. So, zack, erledigt. Um eine Einstellung des Mahlwerks durchzuführen, machen wir die Seitenklappe auf und haben hier, wo mein Finger sich jetzt befindet, einen Schiebemechanismus. Dort können wir nämlich dann die Feinheit nach links, die Grobheit nach rechts einstellen für unser Kaffeelinchen. Und natürlich, jetzt natürlich noch volle Pulle, wenn wir es entnehmen wollen, denkt bitte daran,
mach das Ding jetzt so, zack, und erst dann ausrasten und entnehmen. So, zack, habt ihr nämlich nur das Böhnchen hier und nicht überall. Und dann könnt ihr wieder zurückkommen, andere Böhnchen reintun zum Beispiel und wieder befestigen. Zack. Und dann vergesst nicht, wieder zu öffnen. Zack. Einsatzbereitschaft hergestellt. So. Gummidicht und gerade drauf drücken. Schönen Tag noch. Sag ich vielen Dank fürs Zuschauen. Bitte abonniert mich immer positives Video und bis zum nächsten Mal. Tschüss.